Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und heute mit einem brandneuen Fahrzeug, nämlich der Porsche Gunther Werks 400R, basierend auf dem 911 Carrera 2, dem 993 von 1995. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Wagen, wie gesagt, Gunther Werks, also im Prinzip gleichzusetzen, kann man sagen, oder ja, in eine Kategorie stecken mit Emory. Quasi eine Resto-Mod, wenn man so möchte. Und ja, diesen Wagen werde ich mal heute anschauen, den sehr, sehr besonderen Wagen. Und ich habe natürlich erstmal, wie immer, ein paar Daten zu dem Wagen rausgesucht, was diesmal sehr einfach war, denn Gunther Werks hat tatsächlich so ziemlich alles zu diesem Fahrzeug auf ihrer Webseite geschrieben. Ich werde die auch einfach mal verlinken, das ist super interessant, sich das durchzulesen. Ja, der Porsche Gunther Werks 400R. Wie gesagt, basiert auf dem 993 Porsche. Wir haben einen 4,0 Liter Flatsig Sauber von Rothmann tatsächlich. Mag dem einen oder anderen jetzt vielleicht bekannt vorkommen, denn der Emory Porsche, der 356, hatte auch einen Rothmann Motor. Also die sind da wohl relativ bekannt. Wir haben 400 PS, klar, 400R, 400 PS, ne, relativ simpel. 427 Newtonmeter. Das Ganze auf knapp über 1,2 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen in etwa 3,6 Sekunden. Preislich beginnt er bei 480.000 Euro. Und ja, vom Exterieur, man erkennt auch, wenn wir hier sehen, das ist auf jeden Fall Carbon-Exterieur, ja, also 1,2 Tonnen ist ja auch wenig Gewicht, das ist sehr, sehr viel Leichtbau. Und generell hat man aber am Exterieur nochmal ein wenig was geändert, und zwar ist der Wagen insgesamt 15,24 mm breiter, 15,24 cm, Entschuldigung, breiter als der normale Carrera eben. Wir haben 245er Reifen vorne, 305er hinten. Und wie gesagt, es ist im Prinzip alles aus Carbon, was man aus Carbon irgendwie machen kann. Sogar die Batterie ist aus Carbon und ist damit 13 Kilogramm leichter. Der Wagen hat eigentlich auch optional einen etwas größeren Heckflügel, der so ein bisschen in die GT2-Richtung geht, würde ich sagen. Welcher dann drei verschiedene Konfigurationsstufen hat. Vielleicht kann man den hier aufrüsten, wäre ja sehr interessant. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und ja, generell ist das hier, wie gesagt, eine Rundumverbesserung vom 993. Also auch die Bremsen. Das sind massive 14 Zoll Brembo-Bremsen vorne und 13,5 Zoll Brembo-Bremsen hinten. Das würde den Wagen auf jeden Fall sehr schnell stoppen, glaube ich. Das Getriebe ist das originale 993-Getriebe, das Getrag G50. Allerdings nochmal überarbeitet, Übersetzung angepasst, bessere Kupplung etc. pp. Und hier im Spiel steht zwar da, wenn wir oben sehen, 1995er Porsche 911 Carrera 2. Eigentlich ist der Wagen ein 2018er Modell. Es ist halt ähnlich wie beim Emory. Man hat hier das Jahr des Originalmodells genommen, anstatt eben das Jahr, wo das Auto dann im Prinzip entstanden ist. Dafür ist der Wagen trotzdem immerhin in der Modern Supercar Kategorie. Also immerhin dahingehend richtig einsortiert. Es ist jetzt ehrlich gesagt in meinen Augen kein Wagen, das habe ich auch von Anfang an gesagt, wie der angekündigt wurde. Es ist kein Wagen, den ich unbedingt gebraucht hätte, jetzt bin ich ganz ehrlich. Auch wenn wir bei Porsche bleiben, gibt es andere Modelle, die ich definitiv geiler finden würde. Ich finde den 992er Turbo beispielsweise, den Turbo S, super geil. 964 finde ich wunderschön. Und auch generell vielleicht den 997 GT3 oder so. Würde ich sehr, sehr schön finden. Aber, und das habe ich auch von Anfang an gesagt, das hier könnte ein Wagen sein, der mich von den Fahreigenschaften her überzeugen kann. Das war beim Emory Porsche genauso. Und bei dem hatte ich auch einen ähnlichen Gedankengang. Also ja, wir gucken mal rein. Es ist halt echt, alles was raus kann, kommt raus, ne? Das ist einfach geil. So, Moment. Jetzt, wo ich das gerade gesehen habe, muss ich beim Beifahrer nochmal einsteigen. Da sehe ich doch was mir gefällt. Da könnte nämlich sogar draufstehen, welches Modell das ist. Das Ganze ist auf 25 Stück limitiert. Ich habe 3 davon. Und hier könnte jetzt auf dieser Palette draufstehen, welches Modell das ist. Warte mal, ich möchte mal in den Fotomodus gehen. Ah, da steht nur Limited Edition drauf. Warte, vielleicht kann ich von außen reinzoomen. Das lässt sich doch erkennen, komm. Ja, ich komme da nicht nah genug ran. Scheiße.
Ah, okay. Egal. So, ich würde sagen, wir hören oder wir gucken uns erstmal den Motor an hier hinten. Denn das sieht schon anders aus, ne? Also da sieht man auf jeden Fall, dass es nicht mehr der original 993 Motor, sondern schon ein bisschen abgeändert. Aber optisch finde ich ihn echt schön. Also sowohl den Motor als auch den Wagen generell. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal irgendwo rein. Klingt an sich nicht schlecht, mir fehlt tatsächlich untenrum, in den unteren Drehzahlen, fehlt mir so ein bisschen so der Biss vom Motor, der fehlt mir. Da oben raus klingt er geil, unten raus könnte gerne ein bisschen mehr sein. Aber ja, ich würde sagen, diesen Wagen bewegen wir mal über die Teststrecke. So, schauen wir doch mal, was Gunther so gewerkt hat. Und fahren los. Wir haben keinen Wiesmann am Anfang. Ein sehr langer erster Gang. Es ist natürlich ein Handschalter. Also man merkt auch, die Schaltzeiten sind definitiv noch vorhanden. Klar, wie gesagt, es ist das Original 993-Getriebe. Das kannst du verbessern, wie du willst. Ein bisschen Schaltzeiten wirst du immer spüren. Macht aber natürlich auch ein Stück weit den Charakter von dem Fahrzeug aus. Selbstverständlich. Und ich muss sagen, vom Handling her. Bisher, oh, ist das positiv überraschend. Also die Bremsen, die greifen einfach. Das haben wir von Anfang an klar. Diese gigantischen Brembo-Bremsen, kombiniert eben mit dem wenigen Gewicht, was der Wagen hat, das passt einfach. Das funktioniert einfach. Porsche hat ja generell an sich schon sehr geile Bremsen und dann eben das Ganze nochmal verbessern, ist einfach ein Erfolgsrezept. Da kann man nichts anderes gegen sagen. So, und ich bin echt fasziniert. Also wir haben weder großartig übersteuern noch untersteuern. Klar, minimales Untersteuern ist vorhanden auf jeden Fall. Das lässt sich bei dem Heckmotor in gewissen Grad auch nicht vermeiden, weil wir hinten einfach sehr viel Gewicht anliegen haben. Und vorne halt noch mal weniger, ganz klar. Aber das Einlenkverhalten ist super, dadurch kann man das schon mal ein bisschen mehr ausgleichen. Das ist halt so ein Punkt, wenn ein Wagen nicht einlenkt und dann noch in der Kurve untersteuern hat, also quasi beim Kurveneingang und in der Kurve untersteuern hat, dann ist das einfach sehr ekelhaft. Aber ja, das ist mit dem hier tatsächlich nicht der Fall. Der geht wirklich sehr, sehr schön in die Kurven rein, dann hat er halt ein paar Probleme, finde ich. Aber das geht an sich klar und wir fahren über die Ziellinie. Setzen eine Zeit von 1:55.794. Damit ist der Wagen. Und das ist tatsächlich nicht schlecht. Damit ist der Wagen in etwa beim Lamborghini Gallardo Spider Performante einzusiedeln. Das ist auf jeden Fall verdammt stark. Gerade wenn man bedenkt, dass dieser Performante 170 PS mehr hat. Und auch gerade mal 6 Zehntel fehlen auf eine Acura NSX auf die moderne. Ja, das ist soweit definitiv nicht schlecht. Das ist definitiv nicht schlecht, auch wenn wir mal nach anderen Porsche-Modellen schauen. Der 718 Cayman GTS beispielsweise hat eine 1,57 hingelegt, also knapp 2 Sekunden langsamer. Kann man soweit definitiv machen. Und ich bin ehrlich, ich fand den vom Fahrverhalten in der Serienmission sehr interessant. Deswegen würde ich gerne nochmal ein Rennen mit dem serienmäßigen Wagen fahren und dann erst ins Tuning reingehen. Weil ich habe auch tatsächlich schon mit Ray vorher über den Wagen gesprochen und er meinte eben, dass der Wagen ihm sehr, sehr gut gefallen hat vom Fahrverhalten. Und ja, das kann ich soweit definitiv nur bestätigen. Also ich finde ihn jetzt auch sehr gut, definitiv, von dem, was ich gesehen habe. Aber ja, ich weiß, ich traue mich jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht ans Tuning ran, weil ich so die Schwächen von dem Wagen noch nicht wirklich raus habe. Ich weiß halt noch nicht wirklich, was ich verbessern sollte. Das ist halt das Problem.
Und die Frage ist, welches Rennen fahre ich, um das rauszufinden? Es müsste ja ein Rennen sein, was im Idealfall alles so ein bisschen drin hat. Ja, doch, das ist tatsächlich nicht schlecht dafür. Da haben wir einige enge Kurven dabei, ein paar schnelle. Wir können durchbeschleunigen. Müssen auch ab und zu mal stark abbremsen. Also, da können wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was rausfinden über den Wagen. Und was ich aber auf jeden Fall sagen kann an sich, wäre das hier definitiv, also wenn ich ein klassisches Fahrzeug hätte, dann wäre das die Art, wie ich den quasi neu auflegen würde. Wenn ich mich dazu entscheiden sollte, eben nicht nur eine reine Restauration zu machen, sondern ein Restomod zu machen, dann wäre das hier so definitiv die Richtung, in die ich gehen würde, weil der Wagen hat immer noch ganz eindeutig die Grundcharakteristiken 400 Metern links von einem Porsche. Wir haben immer noch diesen typischen Porsche-Sound, diesen Sechszylinder-Boxer eben. Wir haben immer noch eben leichtes Untersteuern. Wir haben immer noch den Ford Fiesta Tracker drin, damit man eben von feindlichen Modellen, dass man die eben sieht und da sofort sehr schön direkt draufhalten kann. Das passt einfach immer noch. Der Wagen ist an sich immer noch sehr stimmig, finde ich. Und dabei aber einfach noch schneller. Also klar, ich würde nicht im Ansatz so ins Extreme gehen, was die Carbonverarbeitung und so angeht. Das auf keinen Fall. Aber von der technischen Seite, so wie gesagt, eben die Bremse, den Motor, das Getriebe etc., das finde ich sehr attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Also Du hast dein finde ich Ziel persönlich nicht erreicht. schlecht. So, ah, Modern Sports Cars ist ja nur nicht Modern Supercars, Entschuldigung. Und ja, das mag den einen oder anderen jetzt wie gesagt verwundern, weil 95 dasteht. Das Modell ist eigentlich von 2018. Wenn man so möchte. Klar, kann jeder eine andere Meinung haben. Ich kann es auch verstehen, dass man sagen würde, eigentlich sollte der dann bei den Retrowagen drin sein. Kann ich nachvollziehen, definitiv. Für mich ist das jetzt hier kein Beinbruch, ehrlich gesagt. Weil ich halt die Argumentationskette sehe. Ich verstehe halt, warum man ihn hier einsortiert hat. Das ist der Punkt, den ich machen will. Oh, Foto. Stimmt, vom Gunter Werks habe ich, glaube ich, auch noch kein Foto gemacht. Haha, drei mehr. Genau, diesen Wagen gibt es zu gewinnen, wenn man eben von 200 verschiedenen Fahrzeugen Fotos macht. Nicht 200 Fotos schießt, das war definitiv nicht richtig. Dann gibt es diesen Wagen eben. Und da muss ich auch sagen, ich habe das ja am Freitag schon im Stream erwähnt, im Horizon 4 Stream mit Ray eben. Ich persönlich finde es sehr, sehr schön, wie genau, also auf welche Art und Weise der Portofino und der Gunter Werks reingekommen sind. Denn das Ganze funktioniert über eine fixe Herausforderung, die jeder abschließen kann, auch die Offline-Spieler. Und das, wann er möchte. Oder sie. Er oder sie, also. Das sind keine sexistischen Gedanken hinter, keine Sorge. Das finde ich einfach sehr schön. Ich bin immer noch nicht der größte Fan davon, dass man eben nur ein einwöchiges Zeitfenster hat, um sich ein gewisses Fahrzeug zu holen und dann 2, 3, 4 Monate warten muss, bis er wieder vorhanden ist. Das finde ich nicht geil. Und deswegen ist es für mich sehr schön gewesen zu sehen, dass man das eben so gelöst hat. Ich meine, generell ist es auch nicht das Schwerste auf der Welt, in meinen Augen, wenn man mal solche Fahrzeuge, wie man es bei Top Gear gemacht hat beispielsweise, in neue Horizon Stories reinpackt. Wir hatten ja letztens auch erst wieder eine neue Horizon Story. Letzten Monat kam die ja rein, stimmt. Mit dem Paketlieferdienst. Und da hätte man ja auch ein Auto reinpacken können. Ich denke da immer noch den GMC Cyclone. Der hätte ideal gepasst. Das war ja eben so ein Dragster-Pickup im Prinzip, wenn man so nennen möchte. Das hätte zu einer Horizon Story mit dem Titel Express Delivery wunderbar gepasst. Ist halt nur ein Beispiel. Und auch das wäre wieder so gewesen. Jeder hätte das machen können. Und zwar, wann er wollte. Ich bin halt, und das sehe ich auch in anderen Spielen bei mir, ich bin kein großer Fan davon,
wenn Content im Spiel vorhanden ist, dass dann der Entwickler entscheidet, wann ich das zu machen habe. Gerade bei Horizon natürlich, wo Horizon 2 und 3 diese große Freiheit angepriesen haben. Dieses mach, was du willst, wann du willst. Und man damit ja auch bei Horizon 4 eigentlich aktiv beworben hat. Da hat man ja immer wieder gesagt, egal was du machst, egal wie du das Spiel spielst, du hast deinen Progress. Und wenn wir ehrlich sind, stimmt das nur so halb. Also klar kannst du den ganzen Tag nur Designs machen, du kannst den ganzen Tag nur Tunings machen. Wirklich Progress wirst du damit nicht haben, da müssen wir uns nichts vormachen. Und über Designs machen wirst du auch an die Fahrzeuge nicht rankommen, die eben nur über die Playlist vorhanden sind, ne? Das muss man auch mal so erwähnen. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Input bekommen bezüglich diesem Wagen, wie man den fahren muss, was genau ich jetzt upgraden möchte. Da schauen wir mal rein. Ich möchte auf jeden Fall vorne mehr Traktion haben, irgendwie breitere Vorderreifen. Vielleicht, wenn es ein schönes Aero-Teil gibt, dann kann man das ja drauf bauen. Ich glaube da zwar nicht dran, aber gut. Okay, wir können Motorwechsel machen, zwei Stück. 3,8 Liter Flat 6 Twin Turbo, also GT2 RS Motor vom 991er GT2 RS. Und 3,2 Liter Flat 6 Twin Turbo. 3,2 Liter Flat 6. Wo kommt denn der her? Boah, 400 kW. Ich weiß es gar nicht. Ich muss ja ein Porsche sein. Moment, das möchte ich jetzt eben überprüfen. Das ist kein Subaru auf jeden Fall. Ein Subaru hat ja definitiv keine 400 kW. Außer der Rally Subaru vielleicht. Der hier? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ja, lass mich gucken. Muss ja tatsächlich auch einer der moderneren Porsches sein. Exakt 400 kW. Oder ist es einfach nur eine andere... Ah, 911 GT1 Straßenversion ist das. Okay. Ja, coole Nummer, Playground Games. Finde ich geil. Das finde ich echt cool, tatsächlich. Also ich bleibe beim Standardmotor definitiv, aber... Sehr cool, sehr, sehr cool, dass das geht. Ja gut, Twin Turbo oder Kompressor geht, Alter. Da kommt ja richtig viel Leistung drauf. 156 kW. Not bad. Oh, wir haben zwei Aero-Teile, okay. Einmal noch so eine kleinere Lippe und dann die Abomination. Ja, doch, machen wir mal drauf. Ja, und da ist eben der Flügel hier. Wie gesagt, so ein bisschen GT2-Richtung. Und ich bin jetzt echt ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, dass man den Flügel nicht einstellen kann. Wie gesagt, eigentlich hat der je nach Fahrmodus drei verschiedene Konfigurationsstufen. Dass man den jetzt nicht einstellen kann, finde ich persönlich sehr schade. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich ihn drauf mache oder nicht, weil an sich finde ich auch, ehrlich gesagt, diese Carrera-Optik super geil. Ich lasse da doch einfach mal weg, den Flügel tatsächlich. Ich denke eh, dass das so ein Wagen ist, den ich mir irgendwann nochmal schnappen werde. Und dann kann ich ja den anderen Flügel drauf machen. Ja, Rennreifen machen wir auf jeden Fall. 245er vorne. Wir machen 275er tatsächlich draus. Oh, Entschuldigung, 315er hat er. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Es stand bei Gunther Werks in den Specs tatsächlich 315er Reifen. Aber ich glaube irgendwo bei Exterior stand 305er Reifen. Und ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, warum ich mich nicht an die Specs gehalten habe. Ja gut, 345er könnte gehen, aber 325er reicht eigentlich. Felgen finde ich eigentlich geil. Die würde ich eigentlich persönlich ganz gerne drauf lassen. Aber man kann ja trotzdem mal so ein bisschen durchschauen, ob vielleicht noch irgendwas anderes geil aussieht. Aber nur mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf quasi.
Ja, sowas geht halt schon auch, ne? Gerade sowas hier hätte was. Ja, eher nicht. Ja, ich denke, ich werde bei den Standardfängen dann doch bleiben. Wie gesagt, gibt ein paar, die ganz geil aussehen, gibt aber auch ein paar, die mal absolut bescheuert aussehen. Seit wann existiert... Moment. Wir machen gleich weiter. Das geht auf jeden Fall durch die Playground Games Qualitätsprüfung, oder? Was ist das? Also erstmal kann ich mich nicht an diese Felgen erinnern. Kann es sein, dass sie neu sind. Aber zum anderen definitiv. What the fuck? Die Bremsen hängen in der Felge. Hinten auch. Super. Ich kann mich wirklich nicht an diese Felgen erinnern. Also ja, ich bin relativ selten im Felgenmenü drin. Muss ich auch ehrlicherweise zugeben, aber meine, daran könnte ich mich erinnern. Ich möchte gerne Renngetriebe drin haben, tatsächlich, aber nur, ich möchte den ersten Gang kürzer stellen. Das ist der einzige, der mir nicht so gefällt. Auch das ist doch scheiße. Nee, die Brembo-Felgen reichen mir. Wir haben ein Rennfahrwerk auf jeden Fall drin. Und ja, also, ganz ehrlich, da ist ja eh schon, also weniger Gewicht kriegst du fast nicht mehr hin. Und Leistung möchte ich eigentlich auch nicht machen. Also, nee, das bleibt so. Wir haben jetzt ein bisschen was geändert. Andere Reifen draufgezogen. Breitere Reifen vorne, selbstverständlich. Aber an sich ist der Wagen ja noch relativ ähnlich zur Serie. Also, naja, Serie, ne, im Sinne von dem von Gunther Werks fabrizierten Fahrzeug, nicht dem Serie 993. Und wie gesagt, den ersten Gang einfach ein bisschen kürzer. Dann auch hier vielleicht leichte Anpassungen. Dann sollte das auf jeden Fall besser funktionieren. So, ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Ich glaube, der Wagen könnte sich verdammt geil fahren mit dem richtigen Tuning. Aber dafür muss natürlich auch erstmal der richtige Weg gefunden werden, quasi. Ein bisschen tiefer vielleicht. Dämpfer ein bisschen härter, kann einiges ausmachen, definitiv. Ja, dass ich die Bremsen jetzt halt nicht einstellen kann, ist mies, aber ich finde die Brembo-Bremsen so geil, auch rein optisch gesehen. Das Blaue passt halt voll dazu. Oh, warte mal, was ich noch gucken möchte, sind Lackierungen. Da könnten nämlich interessante Sachen dabei sein. Und vor allem würde mich interessieren, ob ich die blauen Akzente noch in anderen Farben hinbekomme. Oder ob das quasi unmöglich ist. Okay. Also, ja, gut, die Schrift bleibt leider blau. Das sieht halt super scheiße aus. Und ich denke mal, ja, damit ist das dann weg. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass der das Gitter da hinten die Farbe ändert, aber nur hier blau ist und ich das auch. Warte mal. Ah, so kann man ein bisschen cheaten quasi. Hier bleibt das Gitter dann blau, wenn ich eine andere Farbe auswähle, wenn ich da drauf bin. Und wenn ich hier drauf bin, dann bleibt das Gitter grau. Okay, habe verstanden. Aber nee, dann lassen wir die Standardfarbe mal. Sieht ganz geil aus, diese Carbon-Optik. Und ich würde sagen, wir fahren einfach ein paar Runden Bamberg. Gerade mal so die schnellen Kurven interessieren mich jetzt, wie sich das gebessert hat. Der Wagen hat jetzt Rennreifen, die sind vorne nochmal breiter. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Übersteuern drin, dann muss ich gucken, dass ich breitere Hinterreifen nochmal draufziehe. Aber das ist an sich ja kein Problem. Das Getriebe gefällt mir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser.
er besteuert halt nicht ganz so sehr durch. Ich meine, 400 PS sind jetzt nicht wenig, klar. Aber für Supersportwagen bzw. Sportwagenverhältnisse gibt es auf jeden Fall krassere Modelle. Und vom Leistungsgewicht steht er ja gar nicht so schlecht da. Ungefähr 3 Kilo pro PS. Das ist auf jeden Fall akzeptabel, kann man sagen. Aber gut. Das wird dann auf jeden Fall eine längere Folge. Aber egal, ich glaube, mit dem Wagen stört es keinen. Ist ein echt cooles Fahrzeug. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum der Wagen nicht als Gunterwerks tatsächlich gelistet wird. Genauso wie der Emory ja nicht als Emory gelistet wurde, sondern auch als Porsche. Ich verstehe es nicht so richtig tatsächlich. Weil man es ja bei anderen Fahrzeugen doch diese Abgrenzung macht. Aber gut. Es wäre halt nur schön, wenn wir es einheitlich hätten dann, wenn man sich entweder entscheidet, okay, das werden eigenständige Modelle, wie eben beispielsweise die Formula Drift Fahrzeuge. Die Formula Drift ist ja hier im Spiel eine eigene Marke. Oder wenn man dann sagt, nein, wir listen die quasi dahin ein, worauf dieser Wagen basiert. Also bei der Marke, wo der Wagen ursprünglich herkommt, wie wir es ja auch mit den Formula Drift Mustangs beispielsweise haben. Und jetzt eben bei dem Porsche hier und bei dem Emery. Ein bisschen eine Einheit wäre da halt ganz nett. Aber, hoppala. Naja. Ist jetzt nicht so störend. Ja, er rutscht jetzt schon ein bisschen mit dem Heck rum. Also ich werde doch, denke ich mal, nochmal vielleicht 335 aufs Heck ziehen oder so. Weil ansonsten kann ich gerade definitiv nicht das Potenzial des Wagens ausspielen. Und das möchte ich schon irgendwie. Ich glaube, der Wagen könnte verdammt schnell sein. Auch generell auf, wenn man jetzt mal vielleicht in die Competitive-Richtung geht, dann glaube ich, steht der Wagen gar nicht so schlecht da. Ich meine, wie gesagt, 1,2 Tonnen. 400 PS. Boah, habe ich denn von dem da vorne noch kein Foto? Der war doch auch drauf. Hm, egal. Aber... ja, aber dabei ist er eben noch relativ niedrig in der S1-Klasse. 823er LE hat er ja. Also ich weiß nicht, vielleicht mal so ein Competitive als 1-100-Tuning versuchen. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Auch wenn ich da natürlich überhaupt nicht drin stecke, was das angeht. Competitive Tunings kann ich überhaupt nicht. Ja, okay, ich werde auf jeden Fall nochmal breitere Hinterreifen draufziehen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem bei Heckmotoren, die Balance zu finden. Entweder hast du halt normalerweise ein Übersteuern oder ein Untersteuern. Und es gibt aber definitiv Fahrzeuge wie ein GT3 RS beispielsweise, 991.2 und das unabhängig von der Andi Motorsport Variante, die das natürlich nochmal ein bisschen besser regelt, die eine gute Balance finden. Aber man kann sagen, im Regelfall ist es so, dass du prinzipiell mehr ein Untersteuern hast. Aber wenn dir der Arsch rumkommt, dann hast du ein richtiges Problem, den wieder einzufangen. Das ist so meine Erfahrung zumindest, die ich mit Heckmotoren gemacht habe. Das heißt, wir fahren mal zum Castle rein einfach. Ziehen da breitere Reifen drauf. Und dann funktioniert das hoffentlich ein bisschen besser. Ich meine, wir haben gesehen, auf den Geraden habe ich nicht so die Chance gehabt. Da muss ich zumindest in den Kurven gut dastehen. Und wenn ich das nicht tue, naja, kann ich gleich sein lassen eigentlich.
Dann hätten wir hier einen Wagen stehen, der sowohl Kurven nur gerade so kann und nur gerade so kann. Aber ja, ich würde sagen, ja komm, ich probiere es einfach direkt in die Vollen zu gehen mit 345ern. Vielleicht auch die Reifen einfach nochmal ein Stückchen weiter rausholen. Einfach nur für ein bisschen nochmal mehr Stabilität. Könnte funktionieren, tendenziell. Ich weiß nicht, muss ich den Druck hinten nochmal neu einstellen? Nee, tatsächlich nicht. Dann passt das ja soweit. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal Greendale. Ist ja jetzt auch eine Strecke, wo wieder, die ist relativ ähnlich zu Bamberg aufgebaut, finde ich. Du hast wieder sehr schnelle Kurven, hier ist jetzt halt die erste Kurve, die relativ schnell ist. Und dann wieder so mittendrin diesen sehr technischen Abschnitt, der bei Bamberg eben am Ende ist. Gefolgt eben von dieser super langen Stadtzielgerade. Also vom Aufbau her sind die nicht so unähnlich, die beiden Strecken. Und ich möchte jetzt aber halt nicht nochmal Bamberg fahren, das wäre irgendwie sehr komisch, finde ich. Ich bin gerade auch echt positiv überrascht. Ich meine, ich fahre jetzt ja Modern Sports Cars. Und mir ist auch vorher bei Kevin bei Comet Day im Stream, Grüße an der Stelle, ist mir aufgefallen, dass es ja früher war bei Modern Sports Cars, also was heißt früher, eigentlich vor einer Woche noch, dass da nur Audi TTs und so rumgefahren sind. Und jetzt sehe ich hier wirklich eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Fahrzeuge. Ich sehe Lotus, ich sehe 370Z, Porsche Cayman, klar, natürlich auch noch Audi TT, ganz klar. Aber definitiv weit mehr Varietät als vorher. Also, weiß ich nicht, ist es doch jemandem aufgefallen? Oder hab das nur ich gerade irgendwie auf dem Schirm? Oder ist es schon länger so und ich hab's einfach nur irgendwie verpasst? Kann ja auch sein. Aber jetzt haben wir doch auf jeden Fall die Kurvenlage, die ich haben möchte. Jetzt rutscht er tatsächlich nicht mehr so mit dem Heck rum. Und wir haben aber auch kein großartiges Untersteuern mehr. Also 345er waren dann doch die richtige Entscheidung. Ich glaube 335er, damit wärst du vielleicht tatsächlich schneller generell betrachtet, aber hättest definitiv ein bisschen mehr Probleme noch den Wagen um die Kurve zu kriegen. Also auf die Runde betrachtet, wäre wahrscheinlich schneller, aber definitiv nicht konstanter. So, der TT zieht hier natürlich vorbei auf den Geraden, kein Problem. In den Kurven holen wir ihn wieder. Und jetzt muss ich ein bisschen einen kleinen Vorsprung ausfahren, weil ansonsten wird er einfach wieder auf der Stadtzielgerade an mir vorbeigehen. Und den Sieg vor den Augen wegsnacken. Problem ist halt, dass so ein TT auch nicht langsam um die Kurven unbedingt geht. Aber das müsste weitgehend reichen eigentlich. Ich glaube, ich werde noch vor dem nächsten Rennen den 5. und 6. Gang ein bisschen kürzer stellen. Dass ich die einfach nochmal ein bisschen schöner nutzen kann. Ja, von der Rundenzeit her steht der wirklich bombastisch da. Also gerade im Verhältnis zu den Driver Tarn. Definitiv 1,5 Sekunden dem zweitschnellsten abgezockt. Aber ja, wir sehen hier wirklich Vauxhall, Honda S2000, Cayman. Klar, die sind immer noch 5 TTs dabei, aber es ist definitiv eine enorme Besserung zu vorher. Weiß ich nicht, ob das auch bei Anything Goes oder so mittlerweile besser aussieht. Ich meine, es macht insofern natürlich Sinn. Komm, fahren wir das einfach direkt. Es macht natürlich insofern Sinn, weil wir ja jetzt Horizon Promo haben. Und da natürlich eine der besten Methoden ist, um schnell an Fahrzeuge, an
verschiedene Fahrzeugfotos ranzukommen. Gerade an die 200 Stück für den Gunterwerks und so einfach ein Rennen zu starten in einer gewissen Fahrzeugklasse. Aber ja, natürlich ist es so, wenn da halt nur so ein TT und was mitfahren, so ein TT und Fokus in den dementsprechenden Kategorien, dann bringt dir das auch wenig. Foto. Das wird verdammt oft passieren, es tut mir leid. Aber das ist einfach, ich will alle Autos zusammenkriegen, ja? Und was man hier jetzt auch sehr schön sieht, wir haben insgesamt 685 verschiedene Fahrzeugmodelle im Spiel, die wir uns in die Garage stellen können. Also wirklich mit Forza Edition, Pre-Order Cars und allem drum und dran. Und wir haben gerade mal ein Limit von 750 Autos. Ich appelliere nochmal an Player und Games, dass wir eine Garagenerweiterung bekommen. Es ist wirklich langsam notwendig, muss ich sagen. Sag mal, hat die Kamera echt nur eine begrenzte Reichweite? Oder war der nicht im Bild? Aber mittlerweile habe ich echt das Gefühl, die Reichweite ist einfach nur nicht alles, was im Bild ist, sondern nur, keine Ahnung, die ersten 8 Autos, meinetwegen, die auf dem Foto sind. Bonk. Ja, ich habe mehr Schwung, aber der hat ein bisschen mehr Power. Trotzdem reicht's, weil der Esel gedacht hat, mir mal ins Heck zu fahren. So. Jetzt noch ein GT12 und ein Huracan vor uns. Und wenn du halt so in den Kurven an dem GT12 und einem Huracan, wo wir echt wissen, aus dem dementsprechenden Markenduell, dass ein Huracan ein verdammt schneller Wagen ist im Spiel. Wenn du den Kurven so vorbeiziehst, dann hast du einiges richtig gemacht. Und mir gefällt er jetzt auch wirklich sehr, sehr gut. Auch der 5. und 6. Gang sind jetzt halt beide nutzbar. Dadurch zieht er am Ende raus nochmal ein bisschen schöner durch. Oh Gott. War schon kaputt, war ich nicht. So. Ja doch, gefällt mir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke schon, dass ich da jetzt zum Großteil die Schwachstellen, die der Wagen in der Serie hatte, was tatsächlich eigentlich nur Getriebe und Untersteuern war, ausgeglichen habe. Klar, mit ein paar Umwegen, aber es passt trotzdem ganz gut. Ja, heute mal eine längere Ausgabe, stört aber wie gesagt, glaube ich, keinen. Ich gebe das Tuning frei, so simpel wie es ist. Ich habe ja echt nicht viel gemacht an dem Wagen. Trotzdem gefällt es mir einfach sehr, sehr gut. Und ja, damit würde ich dann sagen, war es das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.